Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Die Game Awards 2016 haben stattgefunden. Zu diesem Anlass hat Nintendo neues Material zu unserem heiß ersehnten The Legend of Zelda Breath of the Wild gezeigt. Ein Trailer, der echt wunderbar ist und auch ein bisschen Gameplay-Material. Leute, es sieht so wunderbar herrlich aus und heute analysieren wir das ganze Material ein bisschen. Es wird jetzt ein bisschen anders sein als bei den vorherigen Analysen, etwas lockerer. Wir schauen uns einfach gemeinsam spontan diesen Trailer ein bisschen an und wird auch nicht ganz so ausführlich sein, einfach ein bisschen locker, ein bisschen auf die Dinge eingehen, die man so sieht und sich einfach gemeinsam auf dieses tolle, tolle Spiel freuen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Nintendo! Gleich zu Beginn des Trailers sehen wir ein uns sehr vertrautes Symbol, dieses Auge da. Das ist natürlich das Symbol der Sheikah. Die Träne plätschert herunter und es entstehen Bäume. Was könnte das denn für eine symbolische Bedeutung haben? Sind die Sheikah irgendwie der Ursprung der Natur, der Ursprung des Lebens? Da kann man viel hineininterpretieren. Ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich glaube übrigens, die ganze Szene hier gehört zum Intro des Spiels. Schon zum Beispiel in Skyward Sword oder The Wind Waker kamen ja am Anfang solche Legendenerzählungen. Und ich glaube, dass das hier in Breath of the Wild auch so sein wird. Und eben, dass diese malerischen Szenen hier eben zum Intro gehören. So, die Bäume entstehen. Und jetzt geht's mit dem richtigen Ingame-Material los. Wir sehen einen Wald. Yeah. Viel zu erkennen ist da nicht. Aber sieht schon mal sehr schön aus. So, jetzt sehen wir nochmal einen Wald. Irgendwie anders. Und was fällt uns auf? Natürlich dieser komische Hirsch da, der da gerade wohnt. Den kann man dann natürlich wahrscheinlich jagen und dann auch essen. Ja, aber was anderes, das einem sofort ins Auge fällt, wenn man hier mit der vorherigen Szene vergleicht. Alles grün. Und dann auf einmal so orange-gelblich. Der Herbst hat Einzug gehalten. Ja, ob das jetzt wirklich heißt, dass es Jahreszeiten geben wird, das weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, dass es einfach ein Abschnitt vom Wald ist, wo, ja, wo halt solche Bäume irgendwie wachsen. Ich persönlich glaube jetzt nicht an Jahreszeiten, aber es wäre wirklich cool. Und dieser Shot hier, der deutet das ja vielleicht irgendwie an. Boah, wäre das cool. Und dann liegt irgendwie Schnee überall im Winter herum. Und ach, das wäre cool. Aber es gibt ja auch ein Schneegebiet. Das hat man ja auch schon gesehen. Deshalb glaube ich jetzt nicht wirklich an Jahreszeiten. Aber so ein cooler Herbstwald hier. Boah, voll cool. So, wieder eine Szene vom Intro. Wir sehen hier Leute, so, die arbeiten. Da, die arbeiten irgendwie im Feld. Der benutzt seinen komischen Rechen ganz lustig. Einer pflückt hier irgendwas oder erntet was. Der andere ganz links, der hat eine Axt. Keine Ahnung, will der jetzt die anderen abhacken? Nee, natürlich nicht. Und hier reitet auch noch einer auf dem Pferd. Oder was ist denn das eigentlich auf dem Pferd? Drei Dinger? Ja, drei Dinger reiten auf dem Pferd. Ganz lustig anzuschauen. Das soll natürlich symbolisieren, wie die Menschen so gelebt haben. Irgendwie ein glückliches Leben geführt haben. Jeder hat seine Aufgabe und jeder hat eine Glatze. Und der in der Mitte hat einen irgendwas auf dem Kopf. Nee. So. Hier ist schon wieder so ein interessantes Bild. Gleich im Hintergrund, da sehen wir diesen zweigeteilten Felsen.
Den hat man ja auch schon öfter gesehen und hier natürlich die Brücke. Und was fällt uns da sofort auf? Der Typ da. Ja, wir sehen einen NPC mit Speer bewaffnet, der läuft hier über die Brücke und ist fröhlich, glaube ich. Natürlich alles schon sehr zerstört hier. Und ja, das lässt uns vermuten, dass das Ganze hier, das wir sehen, nach den 100 Jahren stattfindet. Darauf kommen wir nachher noch zurück. So, da sehen wir natürlich den Fluss oder den See. Und da ganz links, das scheint mir ja wieder so ein Wächter zu sein, der kaputt ist, der hier rumliegt. Hat man ja auch schon öfter gesehen. So, hier oben fliegen natürlich die Vögel und hier ganz links, da sehen wir einen Turm. Das könnte so ein Aussichtsturm sein. Und etwas darunter sehen wir noch so einen kleinen Turm. Ganz interessant. So, jetzt wird es natürlich noch schärfer. Ja, da im Hintergrund bei dem Felsen sehen wir noch so einen Turm. Und hier auf der Brücke brennen zwei Fackeln. Oder nennt man das Fackeln? Keine Ahnung. Die Musik untermalt alles sehr schön. So, jetzt wird es interessant. Muss hier ein bisschen timen. So, nochmal zurück. Wir sehen hier zwei NPCs, die gegen Monster kämpfen. Oder ist... Ich glaube mal nicht, dass der gerade in der Mitte link ist. Der sieht etwas anders aus. Und hier links, die kämpfen tatsächlich gegen Monster. Sehr cool. Ja, ein bisschen zurückspulen. Sehen uns das Ganze nochmal an. So, der da hinten. Also haben die NPCs wohl so eine Art künstliche Intelligenz. Das ist ja schon mal sehr gut. Im allerersten Trailer zu Breath of the Wild wurde das ja auch schon angedeutet, dass die Bauern weggerannt sind von dem Wächter, von dem Laserstrahl. Und hier kämpfen die dann tatsächlich auch gegen Monster, das ist ja mal cool. Hier alles sehr verregnet dargestellt. Und da hinten so eine Ruine. So ein Podest. Ganz cool. Hier, die verletzen das Monster auch richtig. Sehr cool. So, und das ist ja mal... seht euch mal an, wie cool das aussieht. Wir sehen hier ein Dorf oder ein Lager. Auf jeden Fall ein sehr cooles Häuschen und ein sehr cooles Zelt mit einem Pferdekopf. Das sieht ja mal cool aus. Oh, seht mal die Zähne an. Da sehen wir schon mal einige NPCs. Das ist echt schön, da mal NPCs zu sehen. Hier ganz rechts können wir so eine Holzaxt sehen. Die kann man dann natürlich wahrscheinlich nehmen und ja, mit alles abpacken und ja, ihr wisst Bescheid. So, wow, es sieht einfach fantastisch aus, einfach so wunderschön. Da ganz hinten sehen wir ein paar Hügel. Und ja, da links sehen wir so Baumstämme, die irgendwie ausgeholt sind. Was das für eine Arbeit war. So, hier, das ist jetzt mal interessant, dieser Clip. So, wir sehen hier noch einen NPC, der auf seinem Pferd irgendwie reitet und der wird von seinem Hund begleitet. Wenn wir uns diesen Hund so ansehen, beobachtet mal, wie der sich bewegt. Der hat also auch eine künstliche Intelligenz. Also das ist ja echt cool. Wir wissen ja, dass Wolf Link auftreten wird in dem im Spiel, denn der hilft dann dem Spieler. Und ja, dieser Hund hier, der bewegt sich ganz ähnlich wie Wolf Link. Könnte also sein, dass man in dem Spiel tatsächlich Tiere für sich rekrutieren kann und die einem dann begleiten, also abseits von Wolf Link. Denn ja, so eine
künstliche Intelligenz zu entwickeln, das ist eine Mordsarbeit und ich glaube nicht, dass die das nur für Wolflink gemacht haben. Deshalb wäre es echt cool, wenn man da bestimmte Tiere für sich rekrutieren könnte und sie zähmen und dann, ja, dass sie dann quasi zu einem gehören. Man hat das ja schon gesehen, sein eigenes Pferd, das muss man ja auch zuerst mal zähmen, damit das einen dann begleitet. Und das ist ja echt cool. Also man muss sich in diesem Spiel wohl wirklich alles selber aufbauen. Man hat am Anfang, wie man weiß, nichts. Ja, okay, man kriegt Kleidung, Standardkleidung. Und ja, muss sich dann alles selber erarbeiten, Waffen und Kleidung und alles Mögliche und ach, das ist einfach fantastisch. So, was sehen wir hier noch? Eine Oma mit einem Rucksack, vielleicht eine Händlerin. Und da sehen wir noch ein paar Figuren. Da hinten auch ein Opa. Der starrt die alte Frau gerade so an. Was der gerade für Gedanken hat, das weiß ich nicht. Und jetzt sehen wir uns mal dieses Häuschen da an. Oh, schon wieder. Das ist ja echt schön designt hier in den einzelnen Leintüchern, die da sind. Das ist ja echt cool, dass die Bilder da. Da ist ein Mensch, der gerade irgendwie beim Pferd ist. Da hinten ist übrigens noch ein NPC. Kann man wahrscheinlich mit allen reden dann und die haben dann was zu sagen. Ja. Da hättet ihr auch selber drauf kommen können, oder? Generell scheint diese Einrichtung hier irgendwas für Pferde übrig zu haben. Keine Ahnung. Vielleicht kann man da ja Rüstung für sein Pferd kaufen oder spezielle Techniken mit ihm lernen. Oder keine Ahnung, ob man die Tiere auch füttern muss und dann. Kann man da vielleicht Pferdefutter kaufen? Ne, ich glaube nicht, dass man die füttern muss, ehrlich gesagt. Aber kann ja sein. Eine sehr interessante Einrichtung haben wir hier auf jeden Fall. Was könnte das sein? Das sieht echt schon mal sehr interessant aus da drin. Die Einrichtung, die sieht schon mal sehr nach so. Ja, so einem Laden aus. Ich glaube jetzt nicht, dass das Nomaden sind, die halt immer woanders wohnen, denn ja, seien wir mal ehrlich, dieses Zelt hier, dieses Gebäude, das ist schon sehr umständlich aufzubauen und ja, das ist dann schon blöd, wenn man das immer wieder abreißt und dann wieder aufbaut. Also ich denke, dieses Gebäude wird fester Bestandteil der Spielwelt sein an einem bestimmten Platz. Das ist schon mal cool. So, der Typ da, der auf dem Pferd reitet, der hat lange schwarze Haare, ist vielleicht ein Krieger, der herumreist. Sehr cool. So, hier wird das auch noch mal verdeutlicht hier in diesem Clip. Es hat Städte gegeben, Dörfer. Also wahrscheinlich erzählt diese Einspielung, diese Legende hier, wie das Leben so früher war, vielleicht vor diesen 100 Jahren, die Link geschlafen hat, wir wissen es nicht. So, jetzt ist es hier schön, wir sehen eine weitere Stadt oder halt die erste Stadt, das andere war ja nicht wirklich eine Stadt. So, jetzt wird es natürlich sehr interessant. Es sieht, erstmal muss man sagen, es sieht atemberaubend aus, echt geil. So, was sehen wir denn hier? Hier ganz rechts können wir natürlich schon den Hahn sehen, der einem am Morgen wecken wird. Echt cool. Ich würde euch nicht empfehlen, diesen irgendwie zu attackieren, denn wir wissen ja alle, was dann passieren könnte. Sehr cool. Man sieht schon in diesem Shot hier, sehr viel Liebe wird reingesteckt. Hier eine Wassermühle, die irgendwie Wasser, ja, pumpt und so. Alles wirkt sehr authentisch und ja, da kann man sich gar nicht genug satt sehen. Hier links ein Feld, wo so Büsche wachsen, überall Bäume und so Häuser. Die Häuserformen, die sind ja auch irgendwie sonderbar, echt cool gemacht. Hier ein kleiner Bach, wo dann das Wasser von der Mühle hingeleitet wird. Und hier ein Feld, wo kleinere Sachen angepflanzt werden, vielleicht so Mohrrüben oder ja, keine Ahnung, was es da sonst noch gibt. Und die Wäsche hier ist auch aufgehängt. Sehr cool.
Hier sehen wir nochmal aus der anderen Perspektive das Ganze. Da arbeitet sogar jemand am Feld. Ja, es sind tatsächlich so Rüben. Echt cool. Ob das ist wirklich die Wäsche ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube eher nicht. Das sieht mir eher wie. Keine Ahnung, so Fetzen aus. Überall NPCs können wir sehen. Da unten auch so ein Typ, der gerade den Baum beim Wachsen zusieht. Gibt ja bestimmt nichts Interessanteres, das man machen kann. Aber cooles Feld. Und drei Bäume. So, jetzt wird's interessant. So. So, ich bin der Annahme, dass dieser Shot hier etwas ist, das vor den 100 Jahren passiert ist. Denn, guckt mal, was Link da auf dem Rücken hat. Habt ihr es gesehen? Ja, hätte richtig stoppen sollen. Er hat nämlich das Masterschwert auf seinem Rücken. Und wir wissen ja alle, dass das Masterschwert irgendwie heruntergekommen ist, kaputt, verrostet, keine Ahnung, was da passiert ist. Und jetzt hat er hier das Masterschwert. Und es scheint ja ganz intakt zu sein. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht als Waffe bei sich. Deshalb glaube ich, dass das hier vor den 100 Jahren passiert ist. Also, da hatte Link wohl das Masterschwert. Und ja, irgendwas ist dann ja passiert. So. Was ist das jetzt? In so einem Wirbelsturm, in so einem Tornado kommt irgendeine Kreatur hochgeschossen. Und hier sehen wir sie in seiner vollen Pracht. Das ist so ein Vogelmensch. Vielleicht ist es ja sogar ein Orni. Die kennen wir ja aus Wind Waker. Sieht aber ein bisschen anders aus, aber wer weiß. Diese Kreatur hat so einen Bogen umgeschnallt, der sehr eindrucksvoll aussieht übrigens. Oh, wäre cool, wenn man den auch bekommen wird. Und einen blauen Schal, wo auch ein Vogel abgebildet ist, also so eine Vogelkreatur. Ich denke mal, diese Figur hier wird bestimmt eine wichtigere Rolle im Spiel einnehmen. Oh, das kann man schon denken. Der ist auch sehr cool gekleidet vom Aussehen her. Gefällt er mir schon mal. So. Und jetzt fliegt der Typ da hoch zu seinem Luftschiff, könnte man fast sagen. Ja, ist ein Luftschiff. Das ist sehr interessant. So, nochmal zurück. Nochmal zurück. Hallo, ich sagte zurück. So, da kommt er hoch. Und das Luftschiff ist natürlich auch wie so ein Vogel designt. Oh, geil. Oh, das könnte echt. Das hat irgendwie alle Elemente irgendwie von den Ghibli-Filmen in sich zusammen, das Spiel. Zum Beispiel in das Schloss im Himmel. Da gab es ja auch so Luftschiffe. Das erinnert mich jetzt tatsächlich gerade sehr daran. Echt cool. Und ja, das Spiel ist ja natürlich an Animes angelehnt. Das merkt man ja schon seit der ersten Sekunde und wurde ja auch offiziell bestätigt. Echt cool. Wow, da kriegt man fast Gänsehaut. Ach. So, wir sehen einen weiteren Schnipsel der Legende. So, Schloss Hyrule. In der Mitte hat es auch ein Triforce, kann man ganz leicht erkennen. So, anscheinend, ja, das sind natürlich die Wächter, die man so kennt. Und die sind, wie uns das verdeutlichen soll, wahrscheinlich dafür da, dass sie eben das Königreich beschützen sollen. So, ganz viele wurden da hergestellt. Und ja, jetzt, das spielt wieder nach den 100 Jahren, da haben sich diese Wächter irgendwie. Sind die außer Kontrolle geraten und greifen jetzt irgendwie alles an und wow, guckt mal, wie mächtig. Und hier, das Pferd, ich wollte schon Epona sagen, springt über diese Mauer-Ding.
Konnte Epona in früheren Spielen auch schon. Aber cool, dass es hier nochmal zu sehen hat. Oh, und was hat Lincoln hier angestellt? Gleich zwei dieser Wächter sind hier unterwegs. Im Hintergrund das Schloss und auch der Todesberg. Also, ich sage jetzt einfach mal Todesberg. Ein Vulkan, der hier richtig Lava speit. Und oh, da möchte ich raufgehen, Leute. Im Hintergrund auch das Schloss. So, wow. Ja, Link greift den Wächter mit seiner Axt hier an. Das bestätigt uns, dass nicht nur das Auge irgendwie der Schwachpunkt ist von diesen Wächtern, sondern dass man das Vieh auch ganz normal angreifen kann. So, hier ganz links, da sehen wir auch so einen Berg, wo irgendwie ein Stück fehlt. Hat da jemand abgebissen oder was ist da passiert? Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. So, Link wird anvisiert. Das ist sehr gefährlich. Wir wissen ja, was diese Wächter so für Schaden anrichten können. So, jetzt wird's interessant. Ein kurzer Shot von einer weiblichen Person. Und wir können uns natürlich schon alle denken, wer das ist. Also ich persönlich glaube, das ist Zelda, Prinzessin Zelda. Und ja, lange blonde Haare. Dass es eine weibliche Person ist, das sieht man natürlich auch. Sie ist ähnlich gekleidet wie Link in einem blauen Outfit, hat eine Tasche. Und was hat sie in der Hand? Das könnte ein Sheikah Slate sein. Aber was es genau ist, das kann man nicht sagen. Sie läuft gerade irgendwo hin. Boah, und jetzt geht's richtig ab. Ich denke mal, das ist der Shot, wo man sieht, was eigentlich mit dem Schloss passiert ist. Irgendwie alles explodiert da. Was zum Teufel ist da passiert? Guckt mal. Wow. Ja, irgendwie ganz viele Funken sprühen. Alles geht irgendwie kaputt. Ein roter Blitz kommt runter. Also ich denke echt, dass das eine Vorgeschichte ist oder halt eine Rückblende, was da passiert ist, wie dieses Königreich irgendwie zerstört wurde. Weil guckt, ab jetzt sieht man nur noch ein zerstörtes Königreich. Zerstörte Häuser. Alter. Da ist es echt abgegangen. Hier links ein Fluss, ich meine nicht Fluss, sondern ja Bach, nee, auch nicht Bach, sondern ein Tümpel, ja, keine Ahnung. Hier, diesen komischen Brunnen hier, den kennen wir doch. Der sieht so aus wie der Brunnen in Hyrule-Stadt. Zum Beispiel auch in Twilight Princess ist der zu sehen und das könnte dieser Brunnen sein. Das heißt, wir sehen hier die zerstörte Hyrule-Stadt. Echt irgendwie krass, wenn man das hier so sieht. Man hat da schon das ein oder andere Abenteuer erlebt hier in dieser Stadt. In Ocarina of Time, Twilight Princess und jetzt irgendwie alles so zerstört. Was zum Teufel ist da passiert? Echt krass. Überall dieser rote Dunst oder was das sein soll. Flüssigkeit, Schatten, kann alles sein. So, die Weitsicht hier. Lässt etwas zu wünschen übrig. Alles voller Nebel und zerstört. Alles hoffnungslos. Links können wir aber so ein blauen Ding sehen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Turm. Und hier hinten haben wir noch mal kurz den Todesberg gesehen. So, Link. Wir sehen wieder den guten Link. Er hat nicht mehr das Masterschwert bei sich. Also das spielt jetzt anscheinend wieder nach den 100 Jahren. Er hat auch schon das Sheikah Slate. Und er leuchtet irgendwie. Anscheinend kriegt er gerade was. Oder er kriegt eine Power verleiht. Oder ihm geht es einfach nur strahlend gerade. Ja, ja. Irgendwas passiert jetzt gerade mit ihm. Das steht fest.
was es ist, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja, was fällt euch denn dazu ein? Vielleicht erlangt er da gerade seine Erinnerung zurück, aber genau kann man das natürlich nicht sagen. So, jetzt dieser Shot hier, der findet anscheinend wieder vor den 100 Jahren statt und Link kniet vor einer Person. Er hat wieder das Masterschwert und diese Person ist wahrscheinlich Zelda. Also, Link war offensichtlich vor den 100 Jahren irgendwie im Schloss, vielleicht ein Diener der Prinzessin oder vielleicht sogar der Beschützer der Prinzessin. Die rechte Hand, vielleicht war es sogar der Bruder. Ja, etwas weit hergeholt. Aber das wäre doch mal cool, wenn man, wenn Zelda der, wenn Link der Bruder der Zelda wäre. Wäre mal cool. Ja, wie das dann mit der Liebesbeziehung oder halt angedeuteten Liebesbeziehung zwischen den zwei funktionieren sollen, das weiß ich nicht, aber dank Game of Thrones wissen wir ja, dass alles irgendwie möglich ist. Nee, sowas gibt's nicht in Zelda. So, Link kniet vor dieser Person. Das ist wahrscheinlich wieder die gleiche Person, wie wir vorhin schon gesehen haben, die da langgelaufen ist. Im Hintergrund ein Tor, ein Schlosstor. Und sie, die Person hat so eine komischen Handschuhe an. Oder wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung. Das scheint übrigens ein anderes Kleid wie vorhin zu sein. Also könnte der Shot von vorhin vielleicht nach den 100 Jahren passiert sein. Und dieser hier natürlich davor. So, das war es jetzt auch schon mit dem Trailer. War echt ein cooler Trailer. Die Musik hat alles super untermalt. Und ich freue mich einfach nur wirklich so sehr auf dieses Spiel. Der macht echt Lust auf mehr und ich kann es nicht mehr erwarten. Der Hype ist real. Seht euch mal an. Da! Habt ihr gesehen? Da war ein Baum mit Äpfel, die kann man dann auch pflücken und essen. Boah. Alter, ich kann's kaum erwarten. Boah, die Musik, die untermalt wirklich alles perfekt. So, ja, jetzt müssen wir da nicht weitermachen. Ich könnte mir den Trailer 100 Mal ansehen. Es wurde auch noch ein Gameplay-Material veröffentlicht. Und das sehen wir uns auch noch an, oder? So, da sind wir auch schon. Hallo Bill Trinnen. Hallo. So, da hinten können wir schon Blumen sehen. Das könnte uns darauf hindeuten, dass es sehr naturhaft in dem Spiel zugehen wird. Und hier sehen wir zwei blaue Kisten. Das könnte darauf hindeuten, dass es blaue Kisten im Spiel gibt. Nee, natürlich nicht. So, Game and System sold separately. Das sagt uns doch schon irgendwie, ach nee, das Spiel liegt der Nintendo Switch wohl nicht bei. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es ja doch ein ba Bundle. So, hier sehen wir so ein NPC. Das ist ein Vogeltyp, wieder so ein Vogeltyp. Und zwar ein anderer als der vorhin. Er nennt sich Cass und er spielt hier mit seiner Ziehharmonika, nennt man das so? Ich hoffe es. Ja, was? Das sieht einfach mal cooler. Ich bin gerade etwas sprachlos. Link hat hier ein Schild, das natürlich das Triforce-Wappen
hat. Und der. So. Ich denke mal, dass der so ein wandernder Bade ist, den man vielleicht überall mal im Spiel trifft. In Skyward Sword gab es ja auch so einen Goronen, den man immer mal wieder trifft. Und der Typ hier sagt ja, "We meet again!" Das heißt, man hat ihn schon mal getroffen. Und das deutet für mich darauf hin, dass man den öfter trifft. Vielleicht an den verschiedensten Orten. Und das ist ja echt mal cool mit seinem Instrument hier. Ach, cool designed auf jeden Fall. So könnte natürlich auch ein Orni sein. Wer weiß? So. And here we have, Cass, and he is. Übrigens, keine Sprachausgabe hat der Typ. Also ich dachte mir ja schon, dass nicht alle NPCs Sprachausgabe haben werden, sondern vielleicht nur die wichtigsten. Und ja, hier hat der Cass mal keine Sprachausgabe. Kann auch sein, dass das vielleicht noch nachträglich hinzukommt. Ich denke nicht, dass vielleicht so Sprachausgaben erst am Ende der Entwicklung irgendwie eingefügt werden. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Entschuldigung. Oh, der hat einen coolen Schal an übrigens. So, jetzt bringt er einem da so eine Vers bei. So gedichthaft. Und leider verdeckt Bill mit seinem coolen Bild hier das Bild. So, und der gibt einem hier, oh, cool, wie er da Notenblätter auch hat, gibt einem da jetzt irgendwie Tipps. So hat sie natürlich gereimt, und hört nochmal genau hin. Denn der gute Cass, der spielt das Main-Theme von dem Spiel. Echt ein cooles Detail. Und der ganze Satz, der reimt sich natürlich. So, hier irgendwie so tropische Palmen oder was das für Pflanzen sind. Auf jeden Fall ein ganz anderes Gebiet irgendwie. Und der hat einem gerade verraten, dass da irgendwo ein Schrein ist, da wo der Drachenmund irgendwie die Zähne trifft. Und hier können wir auch so eine kleine Bastion der Feinde sehen. So mit Totenkopf. Da wimmelt es wahrscheinlich von netten Gesellen. So, jetzt geht es auch weiter in diesem Gebiet. Alles sehr dicht bewaldet, sehr dschungelartig. Also der Wald unterscheidet sich dann doch schon sehr von dem anderen. So, eine neue Gegnerart. Boah, habt ihr das gesehen, wie viel Leben der abzieht? Boah, ein Elektro-Lizard, oder wie ich das Vieh nennen soll. Alter, es ist echt krass. Also, es ist echt verdammt wichtig in dem Spiel, die richtige Ausrüstung zu haben und ja, richtige Ausrüstung und genug zum Essen, weil die Feinde hier, die scheinen echt keine Gnade zu kennen. Ich meine, guckt euch mal Link an, der hat kein Gesicht mehr. Das muss so schmerzhaft sein, dass er sein Gesicht verloren hat. Das ist echt krass. So. Er hat eine Lightning Rod angehabt. Oder halt, wow. Guckt euch mal die coole Waffe an hier. Lightning Rod.
erinnert an das Schwert vom Oni Link. Dekublatt hat er auch dabei. Oh, der hat 38. So Schwerter, Mann. Wow. Läuft bei dir, Link. So, hier natürlich das Menü. Schwerter, Bogen, Schilder, Kleidung, Essen, Kochen, Sterne. Ja. Guckt euch mal die Ausdauerleiste hier an. Die hat jetzt nämlich außerhalb noch so eine halbkreisförmige Anzeige. Er hat 4000 Rubine. So, hier allerlei zum Essen hat der mit. Oh, der könnte den ganzen Tag nur essen, der gute Link. Boah, seht ihn euch an. Da kriegt man gerade Hunger. So, jetzt hier. Wow, wir sind da echt im Dschungel hier. Krass. Hier war alles sehr antik angehaucht. Wir haben hier natürlich irgendwie so einen Aztekentempel gefunden. Da vorne. Metal Gear Freunde werden sich freuen. Jemand hat Link entdeckt aus dieser Entfernung. Das ist schon. Also die Gegner-KI, die scheint echt sehr gut zu sein in dem Spiel. Da hinten der Typ hier hat auch schon den guten Link erspäht. Also gibt es da auch ein paar Stealth-Elemente in dem Spiel. So, jetzt geht's hier richtig ab. Was ist das für ein Typ hier? Überall Feinde. Wow. Alter! Habt ihr gesehen, wie viel das abzieht? Also, man muss da, man braucht echt eine Taktik in dem Spiel, damit man nicht dauernd stirbt. Und ach, wie hättet ihr da agiert? Wärt ihr jetzt wie der gute Bill hier einfach reingerannt und hättet geschaut, was hier abgeht? Also, man muss da echt taktisch vorgehen, sonst stirbt man. Ja, okay. Ich habe jetzt etwas dramatisiert. Er hat ja nur noch ein Viertel Herz. Da ist das schon gleich. Da ist das schon klar, dass der gleich mal abkratzt. So, jetzt spielt der Typ da. So, seht man, wie er schwimmt wie ein Weltmeister. Und wir sehen, dass diese halbkreisförmige Energieleiste hier abnimmt. Das heißt, die halbkreisförmige Leiste ist einfach nur eine Erweiterung von der normalen Ausdaueranzeige. Das ist sehr cool. Das kann man ja erweitern. Das wird dann auch sehr wichtig sein. Also durch Essen und so kann man es erweitern. Vielleicht kann man es auch dauerhaft irgendwie erweitern. Das wird man sehen. Wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wo habt ihr das gehört? So Hintergrundgeräusche wie im echten Dschungel. Cool. So, hier sehen wir so ein Chamäleon. Mal hat so einen komischen eingekringelten Schweif. Wow, Headshot. Hier der Typ da hinten. Wow, links auch. Wow, das sieht alles so cool aus. So cool designt. So schön antik. Und die Palmen sind auch allgegenwärtig. So, guter Treffer. So, jetzt geht's richtig ab hier. So ein Fragezeichen haben wir über seinen Kopf gehört, gesehen. Ja, wir haben es gehört, natürlich. Wird immer schön angezeigt, was gerade der Gegner denkt. Und ja, Link mit seinem Spezial-Stealth-Angriff hier, der hat's ihm so richtig gezeigt. Echt sehr cool. Also man muss da echt sagen, die KI der Gegner, das ist sehr cool. Man muss sich da echt Gedanken machen, wie man seine Gegner ausschaltet, denn die sind ja zum Teil echt stark. Und boah. So, hier sehen wir so zwei. Wie nennt man diese Viecher? Vögel, so Reiher, die immer so in sumpfnahen Gebieten stehen mit so Stelzenfüßen. Die sind hier auf jeden Fall auch anzutreffen. Sehr cool. Da, und was ist denn da? Jetzt fliegt das Vieh natürlich durchs Bild. Da vorne eine Statue der Göttin und so ein ganz mulmiger Geselle, den hat man aber auch schon mal im Trailer gesehen, im A3-Trailer.
Und eine Statue der Göttin da hinten, die scheinen ja wichtig zu sein. Auch in der Zitadelle der Zeit war so eine. So. Okay. Glänzt da hinten so richtig. So, da rechts unten glänzt auch irgendwas. Das scheinen einfach nur Waffen zu sein, die vielleicht ein Gegner liegen gelassen hat. So, und jetzt. Ja, die Nahaufnahme hat es jetzt wirklich gebraucht von seinem Kopf. So. Ja, da sagt er auch, das sind so Chamäleons, also die haben so Abilities von Chamäleons und einen coolen Speer haben sie auch. Also das sieht man echt, da muss man auch echt aufpassen hier, da sehen wir die beiden Chamäleons, die haben sich da echt getarnt und wenn man da schnell hinrennt, dann könnte man die leicht übersehen oder einfach für so Statuen halten. Aber nein, es sind tatsächlich Gegner. Wow, und mit einem Überraschungsangriff, das ist echt krass. Also echt eine große Gegnervielfalt und da musst du echt aufpassen. Link hat sie natürlich kaputt gebasht. So, was steht da? Ja, so eine Harpune, ich dachte es mir schon. Also kann... solltest nicht das falsche Ende abbekommen. Kannst damit auch fischen, wahrscheinlich wunderbar. Fische angeln. Das ist super. Oh, hier ein Lizard-Schwanz. Guckt euch das an. Also kann man aufsammeln und dann essen. Lecker. Gab es auch schon in Skyward Sword so Lizard-Schwänze und ein Horn liegt da auch noch. Einfach zum Craften, kannst damit kochen und ja, alles Mögliche. Items aufwerten vielleicht. Wäre cool. Guckt, er hat ihn reingeworfen. Voll cool. Das hat gesessen. So, da ist der Typ. Er will ihn mit einer Bombe. Guckt, er hat Link gerochen. Er hat ihn nicht direkt gesehen. Seht mal auf seine Nase gleich. Er hat Link irgendwie erwittert, der Typ. Und jetzt kommt er. Jetzt hat er ihn erspäht. Boah, ist der riesig. Der ist echt hungrig. Der hat hier auch seine Zunge rausgestreckt. So. Aber der gute Link, der kriegt das schon hin. Hat gut geklappt. So, Spike Mobbling Club. Animal Bone, ja, nichts wirklich Interessantes. So, jetzt geht's da lang. Ja, wir haben ja schon gesehen, das ist eine Statue der Göttin. Ja, natürlich machen wir das. On both Wii U and the all-new Nintendo Switch. Nintendo Switch! Ja, er sagte 2017, er hat immer noch nichts von März gesagt, da soll ja die Switch rauskommen. Also wird das wahrscheinlich kein Launch-Titel sein. Es wurde nie bestätigt, dass The Legend of Zelda Breath of the Wild im März erscheint. Es hieß immer 2017. Es wurde nie bestätigt, dass das ein Launch-Titel sein wird. Und ich glaube auch nicht so wirklich dran, denn dann hätten sie ja jetzt gesagt März, aber am 13. Januar bei der Switch-Präsentation, da wird dann hoffentlich das Datum gezeigt. Neueste Gerüchte sagen, es wird so Juni sein, wenn es rauskommt. Wäre auch sehr cool, so in den ersten 3 Monaten nach Launch hat man dann gleich ein tolles Spiel. Ja Leute, das war's soweit mit meiner Analyse. Heute, wie gesagt, etwas lockerer. Bin jetzt auch nicht auf alles eingegangen, habe jetzt nicht alles so ganz extrem analysiert, sondern einfach ganz locker mal mit euch so ein bisschen den Trailer angeschaut, ein bisschen gestoppt,
ein bisschen Sachen angesprochen und war echt sehr cool. Eine ganz ausführliche Analyse wird dann später wahrscheinlich von Game Explain kommen. Und ja, Leute, ich bin echt verzaubert von diesem Spiel. Der Trailer, der hat mich einmal mehr verzaubert. Ich kann nicht mehr warten. Ich bin so heiß auf dieses Spiel. Man hat jetzt zum ersten Mal NPCs gesehen und wow. Ich kann nicht warten, Leute. Ich kann einfach nicht warten. Leute, was haltet ihr von diesem Spiel? Hat euch der Trailer und das Gameplay-Material, hat das Ganze euch auch so gut gefallen? Es ist echt... Ja. Ich bin sprachlos von diesem tollen, tollen Spiel. Wow. Sieht wunderbar aus. Oh, und ich freue mich so auf 2017, wenn ich es endlich spielen kann. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video, wenn ihr drauf Lust habt. Viel Spaß beim Zocken, Leute. Ciao.